beim Channel von Dennis ist das Video richtig gut angekommen und da dachte ich mir, hier in Boston haben wir so eins noch nicht gedreht, deswegen machen wir jetzt mal so eine Game Day Routine nochmal von Dennis. Er hat heute nämlich ein Spiel, er ist gerade beim Shootaround gewesen. Es ist halt so ein bisschen so, da werfen die ein wenig und machen Recovery und sowas. Und der ist gerade noch da, also ich glaube, er wird gleich nach Hause kommen. Und ich wollte euch einfach mal so einen Ablauf zeigen, wie das hier so hinter den Kulissen abläuft. In einer neuen Stadt, wo Dennis für ein neues Team spielt. Und zwar Dennis frühstückt nicht, bevor er zum Shootaround geht. Also auch nicht, wenn er zum Training geht oder so. Der fährt dann zum Training oder was auch immer. Dort kriegt er dann einen Smoothie. Bitte schön, mein Schatz. Dort kriegt er dann seinen Smoothie, den trinkt er dann, macht dann sein Training, seine Sachen. Und wenn er nach Hause kommt, dann frühstückt er erst. Also recht spät eigentlich. Meistens Eier, entweder Eis-Sandwich ist eines seiner Favorites oder er isst Rührei mit Toast oder was ist der denn noch so? Eigentlich sind das so seine Klassiker. Er ist wirklich, was Essen betrifft, ist er etwas schwierig, muss man ehrlich sagen. Also, und er variiert auch nicht so gerne. Wenn er was mag, dann mag er das und dann will er das auch immer wieder haben. Ja, und dementsprechend mache ich immer das, was er wünscht ist. Ich weiß, wir haben mal erzählt gehabt, dass wir angefangen haben, erstmal auf die vegane Art zu versuchen. Das hat nicht ganz geklappt, ja. Also sie wollten vegetarisch-vegan machen, weil das einfach besser für ihn gewesen wäre. Haben wir nicht so richtig umsetzen können. Also ich bin nach wie vor Vegetarierin, das war ich aber vorher halt eben auch schon. Aber ja, Dennis isst halt jetzt sehr, sehr viel weniger Fleisch als vorher. Verzichtet komplett auf rotes Fleisch und damals hatte er wirklich dreimal am Tag. Also da muss es morgens, mittags, abends Fleisch geben. Jetzt ist es so, wir haben auch sehr viele fleischfreie Tage. Und er isst auch wirklich nur noch so einmal am Tag dann Fleisch, wenn er dann mal doch irgendwie Geflügel oder so isst. Ja, dementsprechend versuchen wir immer noch ein bisschen an seiner Ernährung zu arbeiten. Aber ich glaube, wir werden besser. Also ich sehe, wir werden besser. Dennis auf jeden Fall macht sich sehr, sehr gut. Und jede Veränderung ja, ist ja immer schwer und braucht seine Zeit. So, jetzt warte ich, bis er nämlich da ist. Dann gibt es Rührei, Toast. Dann trinkt er hier mal seinen deutschen Tee, den ich dann immer noch von so einer German Foods Page bestelle. Ich bestelle sehr viele deutsche Lebensmittel, weil ja, wir sind es einfach gewohnt und da weiß man dann auch wirklich, was man isst. Hier in Amerika ist das mit den Lebensmitteln, also die Qualität ist einfach anders. Yes, Baby? Du bist auf meinem Arm. Komm. Die Kinder haben schon längst gefrühstückt. Ne, die haben schon gefrühstückt? Hast du schon gefrühstückt? Ja, ne? Ja. Hier gefrühstückt, haben wir ein bisschen Action hier gemacht und jetzt kommt Papa gleich nach Hause und dann die Kinder erwarten den auch immer ganz sehnsüchtig. Die vermissen den immer ganz toll, wenn er weg ist. Was? Nein? Ich hab gesagt, du vermisst Papa, wenn er weg ist. Dann werde ich euch auf jeden Fall heute die Abläufe zeigen. Hier siehst du, Miami, 7.30 Uhr. Das hier ist unser Plan, den kennt ihr, glaube ich, auch schon von dem anderen Channel. Da, you wanna touch what? My schedule? Er will meinen Monatsplan anfassen, warum auch immer. Aber ja, da seht ihr, was bei ihm so abgeht. Spieletechnisch, das ist sehr viel. Alle zwei Tage gibt es ein Spiel. Alles, was grün ist, wird zu Hause gespielt. Alles, was rot ist, wird auswärts gespielt. Hey, don't touch it, Julia. Du wischst es weg. Oh mein Gott, er hat meinen Plan zerstört. Ich habe ihm gestern erst geschrieben. Ja, der Alex fährt ja mal mit Dennis zum Training. Also der bringt ihm hin, damit Dennis halt immer ein bisschen auf dem Weg chillen kann. Der Weg ist nicht ganz so weit, wir haben schon 20 Minuten von hier bis zur Facility. Und I want the card. No, this one. Ja. Dann wartet der Alex auf ihn auch, bis Dennis wieder fertig ist und fährt ihn dann wieder zurück, ganz entspannt. Das ist das Leben mit zwei Kindern. Also, ja, ich mach Frühstück. Ich glaube, Joelle hat auch Hunger. Ich kann was vertragen. Okay. Ja, ich mache also Frühstück für Joelle und Dennis und dann werde ich auch schon Mittagessen machen. Imalia wird dann Mittagsschlaf machen. Wenn ich Glück habe, macht ihr auch Mittagsschlaf. Dann koche ich und wenn nicht, dann kocht Junior eben mit mir. Ja, aber ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal, bis Dennis da ist. Jetzt
Frühstück ist fertig. Der Kameramann möchte auch gerne was essen. Deswegen legen wir jetzt die Kamera beiseite. Dennis möchte auch erstmal in Ruhe essen. Und ich melde mich dann zurück, wenn es dann weiter im Programm geht. Eins, zwei, drei. Nochmal? Ja? Nochmal? Ja. Okay, dann machen wir so. Ja. Sag mal, love you. Hallo. Ah, jetzt an. Okay, let's go. Gute Nacht, bin ich fertig. Nein. Machst du die Tür zu? So, ich habe die Maya jetzt ins Bett gelegt, die schläft. Und jetzt müssen wir mal für Dennis was zum Anziehen raussuchen. Wie du siehst, oder wie ihr sehen könnt, alles schwarz. Gucken, welche Hose wir anziehen. Ich ziehe gleich die hier an. Schwarze Hose. Schwarze Mütze darf hier nie fehlen. Dann ist eine ganz spezielle Schmucksammlung. Einen kleinen Blick hier mal reinwerfen. Sieht das nicht toll aus? Wir würden heute, das ist eine neueste Errungenschaft, die hat er jetzt gerade vorgestern gekauft in Atlanta bei Icebox. Trippt aus, wenn er die heute mal so trägt. Ich gucke mal seinen Kulturbeutel an, was er braucht. Zahnbürste braucht er nicht. Er braucht kein Duschgel, Leute. Deo, Gesichtscreme und Haarsachen. Ich mache ihn nicht zu. Das ist sein Kulturbeutel, den er mitnimmt. Und ganz wichtig, was habe ich denn hingetan? Davor habe ich den hingetan. Was er halt wirklich immer macht. Bevor er sein Nap macht oder während er sein Nap macht, meistens schläft er damit dann sogar ein. Machen wir Normatec für eine halbe Stunde. Bereiten wir schon mal alles vor. Das ist dafür da, also ich weiß auch nicht, Dennis sagt immer, damit werden, also es ist wie so ein Flush, so nennt man das hier, glaube ich, wenn die Beine halt so einfach schwer sind nach dem Spiel, was natürlich immer passiert, oder nach zu hartem Training. Dann ja, hilft es halt bei der Regeneration. Das pumpt sich dann immer so auf mit Luft. Also dann kommt da quasi so ein Druck auf sein Bein und dann gibt es wieder raus und wieder rein, wieder raus. Und das halt die ganze Zeit eine halbe Stunde so im Wechsel. Das ist runtergefallen. Das Ding ist auch mega teuer, aber ich glaube, die haben das sogar geschenkt bekommen. Also er hat voll viele davon. Und jedes Mal kriegt er die von irgendwo geschenkt. Ich weiß gar nicht woher. So, lege ich ihn hier hin. Dann mache ich das später dann auf die Beine. Dann schließen wir das hier an und dann starten wir das Gerät. So, eigentlich war es das auch schon. Ihn dabei helfe noch so, wenn er sich dann so fertig macht und anzieht und so, dann assistiere ich ihn. Ja, ich mache dann immer noch so Haushalt und so. Normalerweise gehe ich zu den Spielen mit. Ich habe neuerdings eine Nanny, eine ganz, ganz wundervolle Nanny haben wir. Die kommt immer an Spieltagen, also wenn sie zu Hause spielen, damit ich zu den Spielen ebenfalls gehen kann. Aber sie guckt auch gerne die Basketballspiele. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass sie halt auch zu ein, zwei Home Games gehen kann. Das sind dann die Tage, an denen ich ja zu Hause bleibe und die Spiele gucke mit den Kids. Alle anderen gehen natürlich. Und ja, heute bleibe ich zu Hause. Ja, Moment, gucken, was die anderen machen und dann fangen wir mal an zu kochen. So, wir machen heute Reis mit Chicken. Für mich gibt es einfach nur Reis. Und zwar, jetzt ist Dennis sein Nap vorbei, also ich werde ihn langsam wecken. Aber ich werde dich jetzt nicht direkt mit hochnehmen, denn normalerweise, wenn ich Dennis wecke, dann kuscheln wir noch ein bisschen, meistens so 5 bis 10 Minuten. Dann sagt Dennis immer, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr Kopf massieren? Und dann kriegt er so eine Kopfmassage. Wir machen das eigentlich immer so. Also er steht dann immer so langsam auf, aber meistens chill ich noch mal jetzt noch kurz mit ihm. Aber dahin werde ich euch jetzt
nicht mit hinnehmen. Junior pennt, glaube ich, auch neben ihnen. Ich werde mich jetzt einfach dazu gesellen, werde gucken, dass beide jetzt langsam wach werden und dann werde ich Joel eine Nachricht schreiben, dass er mit dazu stoßen darf. Aber jetzt erstmal werde ich das Licht auslassen und mich erstmal dazu gesellen und gucken, dass die langsam wach werden. Also im Kulturbeutel nicht. Ich gucke in deine Tasche nochmal. Ja, hier ist Parfüm drin. Ein Kurs ist auch noch was drin. Meier ist auch da. Wir geben mal Dennis hier ein bisschen seine Ruhe vom Spielen. Gehen mal das kleine Mäuschen holen. Wer ist denn hier wach geworden? Hi Baby. Sorry. Koala hast du? Ja. Koala. Ja. Junior? Junior ist unten, mein Schatz. Den haben wir auch schon geweckt. Ja, Junior und Papa haben zusammen Mittagsschlaf gemacht. Okay. Dennis wird bestimmt gleich runterkommen. Ja. Dennis? Ja. Was möchtest du essen? Die Pasta von gestern oder ich habe Reis mit Hähnchen gemacht? Papa? Ja. Willst du mal Hallo sagen? Was heißt die? Papa? Ja? Nein, Süd. Okay. Ich geh mal Essen warm machen. Mama, auch gut in den Garten. Der Papa ist da. Guck mal, sagen wir einmal Tschüss, Papa. So, bye bye. Papa. 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 Er weiß, dass ich ihn gleich wegnehme. Später. Kleine Vitamine und. Auch da? Willst du Wasser mitnehmen oder willst du dir in der Arena nehmen? Ich hab einen. Okay. Viel Glück, Papa. Viel Glück. Danke, Baby. Ich werde dir mal zeigen, wie es aus dem letzten habe ich ja gezeigt. Wie es aussieht, wenn es zum Spiel geht und ich bleibe zu Hause. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie es aussieht, wenn ich zum Spiel gehe. Dann ist seine Routine haben wir bereits fertig. Er verlässt gleich das Haus. Ich mache jetzt noch sein Essen warm und dann geht er. Und dann fängt meine eigene Routine an. Und ich werde euch mal ein bisschen was zeigen. Auch yes, Babe. I'm coming in a second, one second. Weil heute ist meine tolle Nanny da. Sie wird sich hier um die beiden Kinder kümmern, während ich zum Spiel gehen darf heute. Und ja, ich werde euch alles zeigen. Wo ist der VIP Family Friends Eingang? Welche Extras haben wir vielleicht als Familienmitglieder von Dennis oder von einem Spieler? Unsere Standardsitzplätze werde ich euch zeigen und werde euch einfach mal alles so ein bisschen erzählen. Und ja, da freue ich mich dann schon drauf. Oh, das ist wirklich hier rein. Ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Dennis sieht heute besonders gut aus. Der hat heute so ein ganz freshes Outfit an. Schwul-Tattoo, ja? Ja. Wow. Schwul-Tattoo, ey. Wow. Nein, sieht wirklich gut. Also, sieht wirklich gut. Wow. Ich werde Model für Schwul-Tattoo. Eugen, ist du hast einen Job für mich. Später, Schatz. Ihr kommt alle? Ja, wir sind alle dabei. Was? Eugen überlebt jetzt. Bis dann, ja? Bis dann, mein Schatz. Ciao. Ciao. Daddy got a game. Und ich mach mich jetzt fertig. Ja, mein nächster Step, jetzt wo Dennis weg ist, kann ich mich um mich selbst kümmern. Kinder werden unten bespaßt. Und ich mache jetzt mein Make-up, dann meine Haare,
Und dann ziehe ich mich an. Und dann geht es auch eigentlich schon los. Ich denke, ich brauche jetzt noch so, zum Schminken brauche ich meistens so 15 bis 20 Minuten. Ich bin da wirklich nicht so gut drin, aber man wird besser. Jetzt kommt mein Sohn mich besuchen. Hey, mein Schatz. Na, was machst du? Ellen, don't worry, that's not all juice, it's half bubbly water. That's fine. Ja, also jetzt für gewöhnlich, wie gesagt, mache ich mich fertig. Zwischendurch wird Dennis nochmal anrufen. Der ruft mich eigentlich immer an, wenn er da beim Training angekommen ist. Und auch während er dann getaped wird und so, ruft er zwischendurch nochmal an. Und dann ein letztes Mal ruft er mich dann nochmal an, bevor er aufs Feld geht. Ja, gar nicht so spektakulär, was hier im Hause jetzt passiert. Deswegen denke ich, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich ready bin. So. Ich habe heute übrigens genauso wie Dennis und eigentlich auch Joel, weil dasselbe an, und zwar Bluttattoo. Gestern kam nämlich ein Paket an. Da war dieser nice Anzug dran, dachte ich mir, den muss ich heute auf jeden Fall tragen. Dann habe ich Dennis auch sein Set gleich rausgelegt und ich finde es mega. Mega, mega, mega. Vielen Dank an Eugen an dieser Stelle. Oder an Joel besser gesagt, der das hier klar gemacht hat. Ich würde sagen, wir gehen los. Was hast du? Ja, wir sind auf dem Weg. Als sie angerufen haben, war ich noch zu Hause. Ich wollte, dass die Kids sie nochmal anrufen, aber... Okay, Schatz. Okay. Alles klar. Ja, ganz viel Glück, ja? Dankeschön. Okay, baby, bis dann. Bis dann, love you. Love you too. Bye. Ja, das war unser Telefongespräch, das wir immer haben, bevor er rausgeht. Er hat jetzt noch, die haben jetzt noch kurz Meeting, also kurz besprechen sie sich und dann macht sie ja noch mal 2-3 Minuten lang, was auch immer, fresh, was sie machen wollen. Und dann gehen sie raus aufs Feld und werfen ein bisschen, bevor das Spiel losgeht. Dann kommt ja die Nationalhymne noch und dann geht's los. Und wir sind auch gleich da. Wir sind jetzt angekommen. Wir sind hier unten in der Parkgarage. Wir passen an unserem Sprinter hier nicht rein, deswegen haben wir so einen Special Parkplatz. Wir blockieren also quasi eine... Du riskierst gerade dein Leben, ne? Vorsicht, da kommen Autos. Ja, wir halten hier quasi direkt vor der Einfahrt. Ja, und üblicherweise, also wir sind zu viert. Der Rest der Crew ist hinter mir. Alex, Flip, Joel und ich. Wir bekommen, wie es der Zufall so will, also jeder Spieler hat immer 4 Freitickets, also das sind deren festen Plätze. Die variieren auch nicht, das sind immer dieselben 4 Plätze, also unsere Stammplätze. Wenn wir mal mehr Leute sind und mehr Tickets brauchen, können wir jederzeit Bescheid sagen und bekommen auch mehr, das ist nicht das Problem. Aber das sind halt meine 4, die ich in meiner Boston Celtics App halt drin habe. Und ja. Hier ist ja was los. Hoch, aber das hier ist der Family Friends VIP Eingang. Da werden wir auch gleich nochmal durchleuchtet. Und zwar wollen wir jetzt hier einmal gescannt. Und das hier ist meine App. Da kriege ich jetzt Access zu meinen Tickets. Die habe ich nämlich alle schon drauf für die ganze Saison. Ups. Und zwar ist das das Spiel, das wir heute brauchen. Und das sind unsere 4 Sitzplätze. Die lassen wir jetzt hier einmal scannen. So, jetzt geht's weiter. Einmal 4. Stockwerk. Fahrstuhl F. Das hier ist übrigens unser... Ach, der Esel.
keiner mehr hier. Das hier ist unser Family Pass, den haben wir vier. Ja, muss mein Foto jetzt nicht so zeigen, obwohl das auf Instagram auch, von daher ist eigentlich egal. Ja, damit haben wir quasi so gewissen Zutritt. Eigentlich gibt es einen Familienraum, der ist momentan aber geschlossen aufgrund von Covid. Da hätten wir halt reingehen können normalerweise, wo dann normalerweise das Essen und Trinken noch stattgefunden hätte. Aber dadurch, dass das momentan nicht der Fall ist, haben sie jetzt einfach hier vorne, also gleich, wenn wir aus dem Fahrstuhl raus sind, zeige ich euch das gleich mal, wo wir unsere Getränke und unser Essen kriegen. Das ist dann auch wirklich nur für Leute, die halt entweder diesen Familienpass haben oder eben so ein lilanes Bändchen, was dann bedeutet, man gehört zu irgendeinem Spieler dazu. Da kannst du, je nachdem, das, was auf der Karte steht, dann for free kriegen. Wir haben jetzt noch ca. 20 Minuten, bis das Spiel losgeht. Direkt hier vorne, da steht halt drauf, close to the public, purple wristband only. Das hat quasi Familie und Freunde und Leute mit diesem Pass oder dem blau, dem lilanen Wristband. Und da holen wir jetzt einmal für Joel einmal alles und ich hole mir ein Wasser. Ja, das mit der Maskensache ist hier also locker. Hier in Boston ist allgemein so, der eine möchte sie ja tragen und trägt sie, der andere möchte sie nicht tragen, trägt sie nicht. Ja. Einmal rein, Reihe 6. So. Jetzt wird's laut hier. Jetzt kommen die Spieler nämlich, glaube ich, schon rein. Quasi rein und dann gehst du raus und hast schon bezahlt. Wie das hier funktioniert, das weiß ich nicht. Das sind wir beeindruckt. So, das hier ist der kleine Store. Hier holen wir jetzt für Snickers. Der hat vorhin noch einen gefragt. Und für mich auch einen. Willst du auch einen? Nein? Doch? Nein? Okay, wir nehmen Snickers mit. Und dann nehmen wir hier nochmal sowas hier mit, ne? Wir gönnen uns heute mal. So, am Platz angekommen, auf der Uhr sind noch 2 Minuten 34 Sekunden, bis das Spiel anfängt. Auto und warten dann dort auf Dennis. Ja.